Califera. Namensgebend für die Kurzfühlerschrecken ist, dass ihre Fühler immer kürzer sind als ihr Körper. Ebenso wie bei den Ensifera sind ihre Mundwerkzeuge beißend. Die Kurzfühlerschrecken besitzen zwei Flügelpaare, die derben, geaderten Flügeldecken und die häutigen, gefalteten Hinterflügel. Im Gegensatz zu den Langfühlerschrecken wird diese Aderung aber bei der Bestimmung verwendet. Hier sehen wir einen Vorderflügel. Das Tympanalorgan der Kurzfühlerschrecken befindet sich am ersten Hinterleibssegment und nicht wie bei den Langfühlerschrecken an den Tibia. Bei den Tetrigidae fehlt es ganz. Schauen wir uns das Pronotum von oben an, sehen wir neben dem Mittelkiel auch noch zwei weitere Strukturen. Dies sind die Seitenkiele. Der Legebohrer der Weibchen der Califera ist sehr kurz. Bei den Männchen findet man im Gegensatz zu den Langfühlerschrecken keine Cerci an der Subgenitalplatte. Weitere wichtige Bestimmungsmerkmale sind die Flügelform, Färbungen, die Flügelfelder, Stigma, der Winkel der Stirn, der Basalzahn am Legebohrer, die Klappen der Legescheide, die Vorderbrust zwischen den Coxen mit Zapfen oder Erhebung und ob das Pronotum ausgezogen ist oder nicht.